Oh, aber weißt du, was hier der ganz große Skandal von der Woche, ne? Mal abgesehen davon, dass sie Genscher seinen Füller geklaut haben, womit er den Vertrag unterschrieben hat, dass wir wieder alle zusammengehören. Ehrlich? Haben sie den Vertrag? Den haben sie geklaut? Den Füller haben sie ihn geklaut. Echt? So. Oha. So. Und zwar den wertvollen aus Pelikan-Schnauze. Haben sie der wertvolle. Hier hast du mit Eisberg Knut, hast du das mitgekriegt? Das ist schon eine richtiger Skandal. Er ist früh gestorben. Ja, woran? Weiß man er hat was an Gehirn gehabt. So, jetzt bitte, bitte, jetzt pass auf, Eisberg Knut, jetzt geht's los. Am Anfang war es alles muggelig. Ne? Hier Münde, hier Sigmar Gabriel, alle waren sie Paten und wollten den muggeligen kleinen Knut mal sagen, ihr eigenen. Ja. Und jetzt besorgen wir die Sache ernst. Das ist meine Meinung. Aber es gibt ja eine Untersuchung. Was musst du denn bezahlen? Aber der Pfleger ist ja auch schon tot, ne? Weißt du das? Herr Dörflein. Ich weiß nicht, die Namen nicht mehr. Dörflein. Herr Dörflein. Das bekommst du. Herr Dörflein. Gib mal einen Fünfer. Und der kleine Knut. Ja, stimmt, der ist eine auch Einheit. Der ist auch. Wie Lassi und Lestele. Genauso waren sie wie Dörflein und Knut. Von Lassi und Lestele. Lestele war doch mal so ein erster Film. Er war doch Lassi. Ja, das stimmt. Lässt jetzt hier. Das weiß ich noch. Weiß das noch? Ich will gleich los. Fünfer, ne? Sei nicht böse. Tschüss, Peter. Tschüss. Mach's gut, ne? Und wenn du die Wohnung reinhast, lass mich das mal angucken. Hm. Ich würde mich sehr freuen, dass wir sie überraschen. Ne? Was denn? Lotus-Effekt? Ja, die Wände. Das funktioniert. Das willst du gar nicht wissen. Das will ich nicht wissen, weil er ein reiner Schlauer ist. Mach mir mal bitte gleich einen Hobel klar, bitte. Peter, mach gut, ne? Fahr vorsichtig, ne? Wieso soll er mit dem Fahrrad unvorsichtig sein? Das geht doch gar nicht. Ja, wieso denn? Jetzt aber pass mal auf, das ist wirklich ein ernstes Thema, mein junger Mann. Knut, ne? Ja, das habe ich mir nämlich auch überlegt. So. Und weißt du, was Sie jetzt machen? Sie gucken jetzt nach, Sie, ne? Sein, Sie machen eine Obduktion mit seinen Herren. So. Ja. Pass auf. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn Sie das schon beim Tier machen, beim Eisbär, kann das nur einen Hintergrund haben. Das Eisbär ist das einzige, das kälteste Tier auf der Welt. Ne? Das hat ja schon Eis im Namen drin. Ne? Eisbär ist das kälteste Tier. Ja. Und jetzt untersuchen Sie sein Gehirn. Sie schneiden das nämlich in kleine Scheiben. In ganz dünne kleine Scheiben. Ne? Wie Carpacci. Ne? Carpacci. Weißt du, ne? Carpacci? Das ist von. Schewabschischi. Oder was? Schewabschischi sind die Würste. Da können wir nur. Kannst du kein Gehirn in Würste schneiden? Carpacci sein. Carpacci. Carpacci? Das ist von Fleisch, wenn man das ganz dünn schneidet und das dann friert. Ja, kenne ich nicht. Das ist Vanille erzählt. Carpacci. Ja, okay, also dünne Scheiben. Dünne Scheiben Fleisch. So, und das machen Sie jetzt bei Knut. Machen Sie das, ne? So. Und zwar, weil jeder hat doch mal so ein Bilder im Kopf. Jeder. Das Gehirn produziert ja eigene Bilder. Das kennt man davon, Traum, ne? Ja. So, und das ist jetzt meine Meinung, meine Überlegung, wenn Sie jetzt, Sie verraten sich auch, wenn Sie jetzt mal sagen, bei Eisberg Knut schon das Gehirn in kleine Scheiben schneiden, dann werden Sie wahrscheinlich sie ganz dünn schneiden, ne? Ne? Und dann werden Sie die in so kleine Rahmen aufziehen und dann werden Sie das Gehirn, werden Sie mal sagen, die Bilder auswerten. Dann werden Sie nämlich gucken, das letzte Bild, was Knut gesehen hat, und da ist wahrscheinlich sein Mörder drauf. Das letzte Bild? Es brennt sich ein in das Gehirn, weil der Eisbär das einzige Tier ist, wo das Bild sich auch einbrennt ins Gehirn. Wieso brennt sich das beim Eisbär ein und bei Weil es das kälteste Gehirn ist von allen, weil das ein Eistier ist. Und da brennt das dann? Ja, das Bild wird besorgen. Du hast ja auch Filme jetzt zum Beispiel früher, wenn man Filme hatte, die hat man doch auch in den Kühlschrank gestellt. Das heißt, genau die gleiche Ware. Es ist der gleiche Emulgator. Der gleiche Emulgator wie beim Film ist, muss sagen, ein Eisbärkopf drin. Ja, das ist meine Meinung. Der hat eine Filmrolle drin, oder was? Nicht eine Filmrolle, aber 36 Bilder. Bei so einem Eisbär ist das nicht so viel. Es ist ein analoger Bär. Ein analoger Bär ist das, meiner Meinung nach. 36, wie auf so einer. Ja, sicher. So, und dann schneiden Sie das, muss sagen, ganz dünn klein in Scheiben. Dass Sie jedes Bild einzeln haben. Jedes Bild einzeln. Dann können Sie ja so ein Daumenkino draus machen, ne? Dass Sie so brrrt und dann läuft das so ab, ne? Oder was? So nur ein ganz kurzer Film dann, ne? Mit einmal so? Ich glaube, dass das eine sehr, sehr lange Beleuchtungszeit hat.
Eine Beleuchtungszeit. Ja, das, weil er ja nur 36 Bilder hat, nur Sorgen kommen die ganzen Jahre da verteilt auf. Da sind wahrscheinlich erstmal ein paar Bilder nur mit den Dörflein. Aber ich glaube nämlich, dass er tatsächlich, wenn er sich mal sorgen, das gefroren ist, jetzt mal sagen, das Bild im Kopf, es ist eingefroren. Ja. Es ist so ein Polaroidbär. Es ist ein Polarbär gewesen. Aber vom Polarbär zum Polaroidbär ist ja nicht weit. Nee, das ist nicht weit. Da kommt das in Wahrheit her. Du hast nur noch Oid mit beigekommen. Ne? Ist noch mit beigekommen. Oid. So, und jetzt versprechen sie sich davon, dass sie da wahrscheinlich irgendwie Hintergründe für seinen Tod herbeifinden. Und ich will dir was sagen. Wenn sie kein Diaz bei ihm finden, sie haben das ja vorher schon mal einmal geprüft, muss sagen, mit der Werbebildkamera von Sebastian Vettel. Die war ja in der Bildzeitung drin. Und ich nehme an, sie haben einen Schnelltest vorher gemacht und haben die da aufgehalten auf Knut. Und da war nichts zu sehen. Und der Wärmebild. Ja, weil Wärme. Da werden nur Wärmesachen gezeigt. Und ein Eisbär ist ja kalt, der ist doch gar nicht aufgewesen. Sondern nur das Wärme aus dem Kopf. Und wieso waren Sie mit der Wärmekamera von Sebastian Vettel, waren Sie bei Knut zugange? Ja, sicher. Mit der gleichen? Mit der gleichen. Wenn es die schon mal gibt, dann können Sie das ja machen. Können Sie. Um es sicherzustellen. So, und dann haben Sie gesagt, da ist was drin, das müssen wir weiter nachgucken. Und jetzt gucken Sie weiter nach. Ja. Und wenn Sie jetzt mal sagen, da drauf was finden. Auf dem Bild? Ja. Ja. Dann wissen Sie, wie er ums Leben gekommen ist. Und jetzt kommt meine Meinung dazu. Ja. Wenn das keine großen Dias sind. Ne? Keine. Keine. Keine großen. Sondern ganz kleine Bilder. Das vermute ich, dass sie nur ganz kleine Bilder finden. Wie bei einer James Bond Mikrokamera. Ne? So eine, die man so. So ganz klein. Eine ganz. So eine. Mikrofilm. Ja, weißt du, warum das bei Knut ist? Weil sie ihm Medikamente gegeben haben, damit er klein bleibt, weil er sonst nicht mehr muggelig ist. Und daran ist er verstorben. Das ist meine Meinung. Weil sie immer nur gesagt haben, er ist muggelig, wenn er klein bleibt. Da haben sie ihm das jetzt gegeben, damit. Das werden sie doch rauskriegen, dass er so ganz kleine Bilder nur da oben drin hat. Aber er ist ja groß geworden, ne? Ja, der Rest ist groß geworden. Ach so, und die er ist Bilder? Ja aufgepumpt jetzt hier im Sorgen, wie Sylvester Stallone und Arnold. Wahrscheinlich. Wenn sie ihn klein haben, wenn er klein bleiben sollte, dann haben sie ihn doch aber nicht aufgepumpt. Das Gehirn ist aber geschrumpft. Er hat doch auch mal auf ein Foto mit so einem Bambusrohr geguckt. Bei Stallone ist er hat doch mit einem Bambusrohr geguckt. Es gibt ein Bild, wo Knut mit einem Bambusrohr guckt. Ja, und? Ja, weil er sich wahrscheinlich ein Mikroskop da hat er gedacht, hat er dann, damit er wieder besser gucken kann. Weil das so klein ist. Weil oder? Er nur kleine Bilder im Kopf auf seine Hirnmasse da aufprojiziert. Das ist meine Mann. Aber weißt du was jetzt, wenn er wird ja ausgestopft vorher in der Zeitung drin. Ne? Ach, er wird jetzt ausgestopft, ach, damit die Leute ihn angucken können. Und weißt du was, jetzt die kleinen Augen von ihm, die kannst du doch nicht mehr wieder einbasteln. Und weißt du jetzt, was er für Augen kriegt? Er kriegt die Augen von Liz Taylor. Sie hat es verfügt. Ach, ja, sie hat es verfügt. Ja. Sie hat es verfügt. Es soll jemand kriegen, der die Augen, den die Augen gut stehen und mit der die Augen gut benutzen kann. Ja, aber Ditsche, hallo. Ja, aber sie haben doch beide das Gleiche. Sie waren einsam. Sie waren große Stars. Sie hatte, Liz Taylor hat zum Beispiel auch im Winter einen Pelzkragen. Ja, aber. Ja, das mag ja sein, aber... Kann doch jetzt mal so ein Knut kann doch jetzt die Augen kriegen. Was meinst du, wie schön das vorgehört? Ja, aber Ditschi, er kann doch damit auch gar nicht mehr gucken. Ja, ist das doch das sowieso. Ist doch kann nicht... sowieso keiner mehr mit gucken. Die leuchten doch nur. Und da kommt doch hinten kommt dann eine 30er Osram rein und fertig ist die Laube. Gibt's doch noch 30er Osram, oder? Dein Gehirn haben sie wohl auch zerschnitten. Was soll das denn heißen? Ja. Halt jetzt die Klappe, ich hab Feierabend. Was soll das denn heißen? Die Augen haben doch sowieso gar nicht wahr der Funktion. Denn manche kann man nur anschließen. Sie wollte doch, sie hat doch extra das gewollt, dass da jemand anders mit gucken kann. Deswegen wollte sie die doch. Ja, aber als sie das gesorgt hat, wusste sie doch gar nicht, dass Knut wahrscheinlich auch dann. Ja, aber sie wollte ja. Was wollte sie? Weiß ich auch nicht.